So. Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Okay, wobei ist das Problem? Nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ach so, ich glaube. Ah, okay. Ich habe die Dinger schon vorher deaktiviert, bevor ich es eigentlich deaktivieren hätte sollen. Ja, okay, jetzt verstehe ich gut. Okay. Ich brauche Zugang zu Apollo. Öffnen Sie umgehend den Transit. Apollo Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Seeksen und Syntheten vorbehalten. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahreneindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Ich habe für sowas keine Zeit. Okay. Der Samuels kann also auch anders. Dem sollte man lieber nicht zu nahe kommen. Wenn er schlecht drauf ist. Also wahrscheinlich hat er diese Schneiseverwüstung angerichtet mit den ganzen toten. Ich nenne es einfach mal toten Androiden, also deaktivierten, zerstörten, wie auch immer. So. Okay. So, hast du was für mich, nette Dame? Eine Komponente B hat sie für mich, ja. So, Terminal. Okay. So. Pistole ist, also Revolver ist vollgeladen. Ich muss gerade überlegen. Beziehungsweise ich muss... Tür verschlossen. Entkommen Sie aus dem Ausstellungsraum der Syntheten. Ja, ich bin überlegen gerade. Da gab es nämlich einen Kniff. Wo ist dieser Kniff? Tja, wo? Die Frage nach dem Wo. Ein bisschen unwohl zumute, muss ich sagen. Guten Tag. Dass ich die ganze Zeit hier zwischen den Leuten herumlaufen muss. War da irgendwo so ein Schalter, so ein versteckter? Oder? Oder täusche ich mich da? Es soll schon klar sein, dass ich jetzt, angenommen, die würden jetzt alle auf einmal wach werden, warum auch immer, wobei die alle recht deaktiviert aussehen, hätte ich ein riesiges Problem. Mit 8 Schuss. Kann ich den schlagen? Ja, das meine ich nämlich. Das ist so dumm, echt, dass man da so durchhaut einfach. Das hätte man durchaus besser lösen können. Ja, Leute, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich hatte das Problem schon mal gehabt. Ich meine, das war in irgendeiner Säule.
An Ende dieser Säulen, da war etwas zum Betätigen, so eine geheime Taste oder sowas quasi. Am Terminal selbst war jetzt nichts. Vielleicht hinter dieser... Ah, hier. Abregelung aufrufen. Sie benötigen einen Termin. Wir hoffen, Sie werden Sie benötigen einen Termin. Sie haben keinen Termin. So. Also sie wollen auf jeden Fall hier reinkommen. So, ganz ruhig beim Alex. Lacht doch irgendwas denn so. Molotov Cocktail, Pumpgun, 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 Pumpgun. Ja, also wir sind jetzt auf jeden Fall gerüstet für ein bisschen Action. Wir sind jetzt in der Lage, 8. Ja, ungefähr 12. Ja, 12 ungefähr. Syntheten zu killen. Also einen Pumpgun-Schuss plus einen Revolverschuss sind schon 8 Tote. Medikit haben wir auch. EMP-Mine auch, also wir sind gerüstet für einen Krieg. Könnte ziemlich abgehen jetzt gleich. Da waren ja insgesamt, also wenn alle wach geworden sind oder reaktiviert wurden, dann bekommen wir es mit 8 Androiden zu tun. Man könnte ja jetzt meinen, vielleicht kommen die ja gar nicht. So, Taschenlampe nachgeladen quasi. Vielleicht kommen die ja gar nicht durch die Tür. Aber, ja. Warum sollte denn so viel Munition hier liegen? Oh, wir haben zufällig die Waffenkammer gefunden. So, ich glaube, wir haben jetzt... Molotov Cocktails haben wir auch. Ich meine, dass im niedrigeren Schwierigkeitsgrad auch die ein oder andere... Wow. Rohrbombe dabei war. Anscheinend nicht. Ist aber nicht schlimm. Was? Sogar abgeschlossen. Okay. Das eine Molotow-Cocktail haben wir jetzt liegen lassen. Da haben wir keinen Platz mehr für. Boah, ich habe ein bisschen Angst. Gespeichert habe ich ja gerade. Habe ich gespeichert? Ich weiß nicht. Ich weiß echt jetzt nicht, ob ich gespeichert habe. Ich mach's mal schnell. Kostet ja nichts, ne? Kostet ja nichts. So, meine lieben Freunde. Macht euch auf was gefasst. Ja, stimmt. Rohrbombe war keine hier. Haben wir so gesammelt. Also nicht gesammelt, sondern hergestellt. Bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Da wir von vorgestern sind. So, jetzt brennen alle. Nicht lange. Sie strapazieren. Oh, shit. Warte mal. Nein! Nein!
Okay, ich werde sterben. Scheiße. Ich habe jetzt alles in Erinnerung gehabt irgendwie. Warum verbrennt ihr nicht, ihr Pisser? Das habe ich für ein Gerücht. Ich meine, so da steige ich jetzt auch nicht dran. Tut mir leid. Also. Boah, ich weiß ja, wie das... Muss ich die Gas... Ich weiß, ob ich das vorher aktivieren muss, damit die überhaupt durchkommen. Ich muss mal was testen. Weil ich habe jetzt alles in Erinnerung gehabt irgendwie. Deswegen war ich jetzt auch ein bisschen überfordert. Boah, ich kann natürlich auch die ganze Zeit hier rumlaufen eigentlich. Ich will nur mal was ausprobieren. Okay. Scheiße. Ich glaube, das ist zu spät. Nee, das ist scheiße. Nee, ich sterbe. Ich muss das also schon... Wow. Das heißt, ich muss einfach in dem Raum warten, bis ich automatisch durch... Wobei, ist eigentlich scheißegal, oder? Ich glaube, ich will einfach... Es gibt einen einfachen Weg. Den habe ich bisher immer gewählt, den werde ich auch jetzt wählen. Ich sag nur... Rohrbombe. Oh, bye. Ihr merkt, ich liebe das Risiko, ne? Zack! Ich hoffe, es folgen mir alle. Scheiße! Hat's gar nicht. Okay, ich nehme jetzt die Rohrbombe als nächstes. Das wird so nix. Ich habe gedacht, ich könnte irgendwie die Molotow-Cookies, aber die halten zu viel aus. Das bringt nix. Mann, ich hätte die gerne aufgehoben, die Rohrbombe. Oder? Ja, ich weiß, ich probiere noch was. Das ist alles nur Experimente, die ich jetzt hier gerade irgendwie durchführe. Ich will die Rohrbombe nicht unbedingt. Die könnte man eventuell noch im weiteren Spielverlauf gebrauchen. Ich will ja nichts verraten, aber es könnte sein, dass ich die eventuell noch brauchen könnte. Lauf noch nicht gegen die Wand. Okay, das ist natürlich scheiße. Wo läufst du nicht weiter? Boah, Mann, ich bin so weit weg von dieser scheiß Feuerstelle. Ey, das nervt, echt. Ich will die Rohrbombe nicht benutzen, Mann. Wieso dauert das so lange, bis die abfackeln, die Pisskerle? Wobei, ob ich jetzt eine EMP-Mine nehme oder eine Rohrbombe? Ist doch vom Aufwand her... Ach, Mann, ey. Ich nehme jetzt die Rohrbombe. Wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Hat ja keinen Wert, hat ja keinen Zweck. Weil bis die verbrennen, das kann Stunden...
Nee, ich habe gerade eine andere Idee gehabt. Aber es macht keinen Sinn, da bist du nah ran. Nee, ich nehme jetzt die Rohrbombe, fertig. Nee, ich kombiniere das aber, ich nehme beides, um ganz sicher zu gehen. Problem ist. Na, sehr gut. Ich habe schon wieder Scheiße gebaut. Ich habe nämlich zu früh. Wo sind die anderen alle? Wow, voll von uns leer. Ja. Ich werfe jetzt die Rohrbombe fertig. Ich habe keinen Bock mehr. Das dauert mir alles zu lang. Das dauert mir viel zu lang. Das ist eigentlich eine richtig geile Stelle, aber ich krieg's einfach nicht geschissen gerade. Weil ich auch wieder mit meiner Munitionssammelkacke da dran bin, dass ich bloß nicht einen Schuss so viel verbrauchen möchte. Wobei es mit der Raubbombe an sich auch gar nicht getan. Die müssen ja alle erstmal. Ich probier's jetzt, komm, ist egal. Nichts nah rangehen. Noch der eine oder was? Anders alle kaputt? Das wäre natürlich der Shit. Verbrenn doch bitte einfach, Mann. Vielleicht hatte eines dieser Dinge eine Schlüsselkarte. Ah, okay. Also waren es anscheinend nur vier, das waren gar nicht. Ah, vorhin waren es doch mehr, oder? Also man muss die schon alle töten. Also Raubbomb ging halt einfach am schnellsten jetzt. Kann ich noch den einen Molotow-Cocktail einsammeln? Ich speichere es erstmal und dann. Geht's im nächsten Part weiter. Jetzt haben wir die Kacke wenigstens geschafft. Ein Molotow-Cocktail haben wir noch übrig, ne? Ja, hier. Hä? Ach, ich habe gar keinen benutzt jetzt. Dummheit. Naja, vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!